Hallo, Weihnachten, das Fest der Besinnung, Weihnachten und die ganze Zeit zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel geben tatsächlich die Zeit, etwas innezuhalten und weg von den Alltagsproblemen zu kommen. Und wir sollten diese Zeit auch nutzen, darüber nachzudenken, was in diesem Jahr sich politisch bei uns ereignet hat. Ich will heute aber vor allem auf eines eingehen. Ich denke, wir sollten diesen Jahreswechsel auch nutzen, einfach uns zu freuen und stolz zu sein. Stolz darauf, wie unser Land aus der tiefen Wirtschafts- und Finanzkrise gekommen ist. Wenn immer ich in anderen Ländern bin, spüre ich, wie wir beneidet werden. Beneidet werden um unser soziales Klima, beneidet werden um den Zusammenhalt, den es in unserem Land gibt und beneidet werden um unsere freiheitliche Struktur in Gesellschaft und Wirtschaft. Wir haben viel erreicht. Mehr Menschen als seit langem haben bei uns Arbeit. Wir haben sozialen Frieden und wir haben wirklich Frieden in Europa. Darüber sollten wir uns freuen und wir sollten einfach auch stolz sein auf unser Land, auf die Menschen in unserem Lande. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest, erholsame Tage und alles, alles Gute für das Jahr 2011.